Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen, den Notfallaufnahmen und im Rettungsdienst. In weniger als 6 Wochen ist es wieder soweit. Dann findet vom 4. bis zum 6. Dezember in der Hansestadt Hamburg der DIVI-Kongress 2019 statt. Viele von Ihnen haben sich schon registriert und freuen sich, wie wir, auf einen spannenden und erlebnisreichen Kongress in Hamburg. Ich möchte Ihnen, die sich noch nicht für eine Teilnahme entschieden haben, mit einigen Hinweisen auf Highlights des Kongressprogramms gute Gründe liefern, sich möglichst bald auch für den DIVI-Kongress zu registrieren. Zuerst möchte ich Sie ganz herzlich zur Eröffnungsveranstaltung des DIVI-Kongresses am Mittwoch, den 4. Dezember von 12.30 Uhr bis 14 Uhr im Saal Hamburg einladen. Auch in diesem Jahr verspricht diese wieder einige Höhepunkte. Neben der Eröffnungsrede des Kongresspräsidenten Professor Böttiger und den feierlichen Preisverleihungen erwartet Sie das Grußwort von unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und ein hochkarätiger und sicher unterhaltsamer Festvortrag. Als Festredner begrüßen wir Dr. Eckhard von Hirschhausen mit seinem Vortrag Humor hilft heilen, wie die positive Psychologie das Gesundheitswesen verändert. Gleich im Anschluss um 14.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Entwicklungen rund um die Intensivpflege mit Experten zu diskutieren. Das Thema Intensivpflege dominiert die aktuellen Diskussionen rund um die Qualität und Versorgungssicherheit bundesweit. Während der berufspolitischen Expertendiskussion aktuelle Entwicklungen in der Pflege werden die Potenziale und Chancen aufgegriffen und mit Intensivpflegenden diskutiert. Dazu wurden im September 2019 5 Expertenthesen zur Intensivpflege publiziert, die beim Kongress am 4.12. um 14.30 Uhr im Raum Kiel in einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion dargestellt werden. Die Autoren der Thesen und DIVI-Präsidiumsmitglieder werden die aktuellen Entwicklungen rund um die Intensivpflege mit den Kongressbesuchern diskutieren. Auch unser Sektionssprecher der Sektion Pflegeforschung und Pflegequalität, Tillmann Müller-Wolf, ist Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion. Qualitative Intensivpflege und deren Kompetenzen muss noch viel deutlicher dargestellt werden. In der DIVI und beim DIVI-Kongress bieten sich hierfür viele Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und die gemeinsame Diskussion. Zum Schluss möchte ich alle sportinteressierten Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer ganz herzlich zu einem gemeinsamen, lockeren Frühstückslauf, dem DIVI-Charity-Lauf, einladen. Als Besonderheit wird dieser DIVI-Charity-Lauf zugunsten der Kinderhilfe-Organtransplantation KIO und dem German Resuscitation Council durchgeführt. Pro teilnehmendem Läufer spendet die DIVI einen Beitrag von 5 Euro zu gleichen Teilen an die KIO und den German Resuscitation Council, welcher die Arbeitsgruppe Schülerreanimation Kids Save Lives ins Leben gerufen hat. Jeder teilnehmende Läufer kann außerdem mit seiner Spende die wichtige Arbeit beider Organisationen unterstützen. Die ersten 100 Teilnehmer erhalten als Auszeichnung vor dem Start ein spezielles DIVI-Laufschiff. Dieses Jahr können sich die schnellsten 3 Läufer der Frauen und der Männer auf folgende Preise freuen. Erster Platz, freie Kongressregistrierung und Teilnahme am DIVI-Kongress 2020. Zweiter Platz, 50% Rabatt auf das Kongressticket 2020. Dritter Platz, ein DIVI-Jahrbuch. Melden Sie sich jetzt mit dem Stichwort DIVI Charity Lauf per E-Mail an divi2019@kitgroup.org an und vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre T-Shirt-Größe mitzuteilen. Die Schirmherrschaft übernimmt dieses Jahr Hartwig Gauder. Er ist Vorstandsmitglied der KIO und Olympiasieger im Gehen. Der Kongresspräsident Professor Böttiger und das Präsidium der DIVI und alle an der Planung Beteiligten freuen sich, Sie in Hamburg zu begrüßen und kennenzulernen. Ihr Uwe Janssens.